weniger Zustrom beim Tarnet hat. Am Gelände der Hauptwerkstatt. Ja, die wird mich hoffentlich nicht überfahren, das wird sich ausgehen, dass er da an mir vorbeifährt. Na locker geht sich das aus. Das ist super frei. Ja, super. Wir sind auf der Hauptverkehrsstrecke. Das ist die Teststrecke, oder? Ach so, drum. Ja, bitte Vorsicht. Sonst heißt es Kühler, neue Kühlerfigur für die Tramway, ne? Sollen wir nicht spielen. Richtig. Yeah. Das ist schön, ja. Ja, Leute, ihr werdet es nicht glauben, wir sind am Tramway-Tag. Ja, mal ganz was Neues, ne? Aber auch eine Tramway hat viel mit Technik zu tun, wie sie beim ersten Schwenk schon gesehen hat. Wir gehen jetzt einmal da in die Richtung und da gibt es dann drei Sinnenrennen auch noch und gleich werden wir es einrichten können, dass wir auch noch zum Start dort sind. Ja, es kommt drauf an, ob ich schnell genug rennen kann oder nicht. Du schon rein. Aber das ist wurscht, wie wir es sehen. Ich hätte nicht so was, wenn das aber so. Schleppen bei der Arbeit. Wir eigentlich starten, wenn die Startnummer 1 hier wäre. Schauen wir mal, wo ist das? Ja, du bist Nummer 4. Ja, wir sollten aber die Reihenfolge so einhalten. Wo ist Startnummer 1? Gut, wenn Startnummer 1 nicht da ist, wer ist so? Wo ist Startnummer 2? Schauen wir mal. Startnummer 2. Okay, kommen wir mal her zu mir. Maximilian! Ja, ich wollte mal testen. Mit dem Maximilian mit Startnummer 2. Flo, wir starten mit Startnummer 2. Die Startnummer 3. Danke. Schauen wir mal. Wir haben viel vor, wir haben es gesagt. Wir haben die Führungen, wir haben das Fahrrad, drei Sinnenrennen, wir haben Merchandising-Stände etc. auf der Bühne natürlich. Wieder wie im Blues Band Effekt um 13 Uhr an Sarah Nadelli, Tramrock, 13 Bucks. Aber echt wird da sein und am Abend dann Revolver Held. Wir freuen uns natürlich riesig. Jetzt aber, ich muss es wieder sagen, der weltbeste DJ, nicht nur weil er mein lieber Kollege ist. Aber wenn der DJ Manu Winkler legt jetzt los, sorgt für Stimmung. Schönen Tag wünsche ich. Ciao. Radio Arena 92.9. Die beste Musik aller Zeiten. So, sehr verehrte Damen und Herren, liebes Publikum, jetzt geht's los. Unser erster Athlet, der Max, ein Jus-Student, hier beim Wiener Linien-Fahrrad-Dreisinnen-Wettlauf. Ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, go! Und natürlich einen riesen Applaus für den Max hier. Unser erster Teilnehmer. Hopp, hopp, hopp. Das schaut leicht aus, aber es ist nicht ganz allein, glaubst du das? Und alle, die mitmachen wollen, können gerne mitmachen hier beim Wiener Linien Fahrrad-Dreisinnenrennen. Das ist ja voll braucht. So, jetzt schauen wir mal, wie das da ausschaut. Und der erste ist bereits ins Ziel. Da müssen wir dann schauen, dass wir es ein bisschen länger lassen, die Zeit. Ist da überhaupt der Anzeiger da hinten? Ja.
11 Sekunden, 3, 2, 3 hat der Max geschafft. Super, Max. Ja, wo ist die Startnummer 3? Der nächste, Nummer 3, 2, 3, ist eigentlich eine ganz gute Zeit. Wir haben vorher den Markus fahren lassen. Er schaut auch sehr sportlich aus und der Florian. Also du kannst dich mit den Sportstudenten matchen. Und ich kann jetzt dann sagen, ob du gewonnen hast. Aber alles Gute, danke vielmals fürs Mitmachen. So, hier ist die Startnummer 1. So, Startnummer 1 mit dem Helm aufsetzen, das ist der Simon. Und jetzt wird der Simon gleich auf die 60 Meter hier gehen. Und es gibt schon natürlich zwei ganz gute Zeiten. Der Florian Wiedl aus Graz mit 10,361 und der Markus mit 10,516. Das sind unsere zwei Besten. Na, den Helm einmal zumachen, richtig aufsetzen, das wäre aber das Wichtigste. Und dann geht's schon los. Der sieht sich immer wieder verkehrt. Oh Mann. Das ist mal gut, das sind 15 Sekunden, ja. Das ist groß, man kann doch ein bisschen sehen, wo es geht. Der kann den Schuh machen. Hattet unser Simon, Jahrgang 1981, als zweiter Athlet mit der Startnummer 1. Ja, einen Riesenapplaus braucht man. Ich sag, auf die Plätze! Ohne so, die Einweisungen, die letzten Einweisungen haben wir geschafft. Und jetzt starten wir. Auf die Plätze, fertig. Los geht's, Riesenapplaus. 140 Kilogramm hat die Dreisine. Und die Uhr läuft schon mit. Wie gesagt, wir messen hier auf Tausendstel genau messen wir. Ja, er hat natürlich schon vorher aufgehört. Er hat das ganz locker genommen. So, das ist die Startnummer 1. Jetzt müssen wir kurz nur die Zeit. Super. Was denn? Das ist gut. Ja, ich kann das nicht aufklären. So. Ist genau der Lautsprecher davor. Das ist echt super konstruiert. Ja, Weltklasse konstruiert. Das ist nur die letzten Tausendstel. Irgendwas mit 4,83. Ja. Das ist schon das Ausgehen. So, 4,83. Das ist schon mal egal. So, warte, das geht wieder los. Oi, 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 oi. Der Vitali nicht einmal. Oh, ja. Ja, jetzt geht's, genau. Gib Gas, Junge. Ja,
da wieder liegen, die Stöller. Ja, das ist klar. Bitte die Tonnen muss ich ja nicht bewegen. Zurückkommen die Kinder. Ja, dazu sagen, wie alt das ist, weil ich schätze mal so auf 70. Na, die wird einer zeigen, wie mit ein paar Socken tut, die Omi. Schauen wir mal auf die Zeit. Wie sind wir? 14, 15.
vor der Zeitnehmung gestanden, so wie es ausschaut. Er hat vor der Zeitnehmung einmal gestoppt. Oh Mann. Da geht's los. So, wir konzentrieren uns jetzt auf die Sabine. Hauptfresse, fertig, los geht's! Hopp, hopp, hopp. Vielleicht schafft es die Sabine bis zur Zeitnehmung. Naja, das wird auch keine Spitzenzeit. Dafür strampelt es zu wenig. Rollmodus. Ah, oh ja, ja. Schaut sich aus. 14, naja. Passt schon. Ja, motivieren angeht, würde ich mal sagen. Ja, weiter, weiter, weiter. Es gibt da auch leicht verschoben, also. Du schaust sehr sportlich aus.